Servus und hallo zu Stellaris in den unendlichen Weiten des Weltalls und mit mir dabei wieder die kirillianische Handelsgilde, nämlich der Hallo. Moin, die übrigens mittlerweile Befreiungsarmee. Stimmt. Scheiß auf Handel, ey. Richtig, scheiß auf Handel mit diesen Worten. Und es geht wieder los. Eine neue Runde, eine neue Aufnahmesession, ein neuer Krieg. So muss das sein. Habe ich jetzt auch schon in den Kommentaren gelesen. Boah, immer dieser Krieg. Wird immer wohl Krieg geben. Kein Frieden. Nur zurückgeschrieben, Frieden? Sowas existiert in unserem Sprachschatz gar nicht. Frieden ist was für Anfänger. Kennen wir nicht. Echt. Ja, wie gesagt, danke. Probiert auch. Haben wir es ja. Also ist jetzt nicht so, dass wir gar nicht probiert haben, naja, irgendeine Form des Friedens nicht doch zu etablieren, aber sie wollte ja nicht. Aber ist der Ruf erst ruiniert, ne? Völkermord minus 1000. Naja. Aber das ist, also da muss man auch sagen, da gibt es einfach viel zu wenig Möglichkeiten vom Spiel, irgendwie diplomatisch vorzugehen. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben mit dem Update, mit dem großen, dass die Diplomatie wichtiger geworden ist. Ich habe irgendwas gelesen, dass es jetzt zumindest mehr Möglichkeiten gibt. Aber ansonsten hast du halt echt verschissen, weil das Einzige, was du diplomatisch machen kannst, ist handeln. So. Kannst du denen was schenken, dann sind sie vielleicht mal ganz kurz mal gut drauf, aber ansonsten ist das halt echt verkackt. Und gerade wenn du Völkermord machst, plus eins jährlich, das dauert halt dann mal 1000 Jahre, bis sich die wieder mögen. Das wird absolut vergessen. Da machst du nur einen Völkermord, nur einen, ja, genau. Völkermord, ja, und da kommen sie wieder alle angerannt. Na, ist ja wirklich so, dass da wirklich wenig Möglichkeiten gibt. Wir sind übrigens noch auf Pause. Oh. Entschuldigung. Dass du es mal gehört hast. Die Info brauche ich auch, ich gucke nicht so oben, so oft oben hin. Wieso tut sich denn da nichts? Geht doch gar nicht voran hier. Wo ist denn mein Sim-Prime-Sektor? Ah, da. Sim-Prime-Sektor. Werde ich nämlich mal rausnehmen hier. Ja. Passt schon. Regt euch nur auf, dass ihr keine Sachen habt. Jakob hat übrigens heute bei der aktuellsten Folge, ich glaube 45 oder wo wir gerade sind, in den Veröffentlichungen irgendwie reingeschrieben: Anno macht 530 Credits. Was macht er? Er baut erstmal auf allen Raumhäfen Solarportale für noch mehr Credits und erforscht die 5% Erhöhung für Credits. Also dieses automatisch 5% aus jedem Ertrag nochmal mehr rausholen. Ne? Also aus, also wenn ich hier zwei Credits oder Energie, dann nochmal 5% mehr habe. Wo ich mir auch nur dachte, ja, wir brauchen es aber später. Ja, weißt du warum? Ja. Situation Log updated. Sag, sehe ich eigentlich irgendwo das Originalfeld? Also bevor ich was drüber baue? Situation Log updated. Wie meinst du? Theoretisch ja. Auf dem Planeten, wenn ich da mir die Oberfläche anschaue und jetzt irgendwas drauf gebaut habe. Zum Beispiel habe ich da jetzt Mineralien plus 9. Ja. Weiß ich, ob da ursprünglich vielleicht mal ein Nahrungsfeld war? Und ob ich einfach nur ein Mineralienzeugs drauf gebaut habe? Nicht mehr so wirklich. Weil Mineralien machen, glaube ich, die Nahrung komplett weg. Es sei denn, das ist so ein Kombifeld. Ja, genau. Aber das sehe ich dann nicht, oder? Dann siehst du nur noch, ja, also die Nahrung bleibt dann mit 1 oder 2, je nachdem, was dieses Grundfeld mal hatte, bleibt dann bestehen. Es sei denn, du machst irgendwas drauf, was die Nahrung gänzlich wegmacht, dann siehst du es überhaupt nicht mehr. Okay, das heißt, ich muss es abreißen, weil in dem Fall, wenn ich es zum Beispiel abreiße, dann sehe ich auf einmal, dass da wieder 3 Nahrung drauf waren. Situation Log. Okay. Das heißt, die Nahrung wird kurzzeitig entfernt und kommt dann wieder dazu. Okay. Aha. Situation Log updated. Aha.
bin nämlich drauf gekommen, dass das ein ganz cooler Planet ist mit Feldproduktion, Energiecredits plus 20%. Credits. Und dann dachte ich mir, dann mache ich da doch gleich so einen Energieplaneten draus. So wie du das ganz gern machst. Ja. Dieses Spezialisieren auf einen bestimmten Planeten und auf einen bestimmten Typen. Keine schlechte Idee. Rontos und irgendwer hat Frieden. Hostile Fleet engaged. Ich? Ja. Achso, ein Vasall. Alles klar. Ah, das ist ja Forschungsschiff. Ach Gott, bin ich ja alt. Nicht springen, Erde. Hier geblieben. Nicht springen. Bitte springt nicht. Wir können doch über alles reden. Alles nur nicht springen. Don't jump, don't jump. Nein, 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 nein. Nicht springen! Bleibt hier! Wir wollen in Waffenreichweite kommen! Los! Das ist eigentlich, brauche ich diese Planeten hier ja gar nicht, ne? Und ich habe jetzt mal den Fokus da verändert von den, das was du mir mal getippt hast, von den Sektoren. Ja. Und die Sektoren, den Fokus ist überall auf finanziellen Fokus gesetzt. Ja. Kommt ja. Gut, oder? Ja, du meintest aber, es dauert halt ein bisschen, bis sich's quasi einkriegt, bis die halt jetzt alles umbauen und da was Neues draufpacken. Ich meine, grundsätzlich dauert es irgendwie gefühlt immer ewig, bis so ein Sektor sich ausgebaut hat, weil er natürlich einen Teil seiner Ressourcen, die er zum Bau verwendet, an dich abtritt. So, dann muss er den Unterhalt bezahlen, weil wenn er Minus macht, dann kann er eh nichts bauen. Und das, was dann noch davon übrig bleibt, muss er sparen, bis er dann ein Gebäude bauen kann. Ja, bei mir treten die auch 75% ab, das heißt, das dauert schon mal ein bisschen länger. Aber theoretisch könnte ich dem Sektor Mineralien schenken. Das kann man machen, ja. Wenn er da nicht genug hat. Kannst ja sehen, wie viel er hat, gut, wenn du unten hinguckst. Also bei mir sind die Speicher meistens relativ voll. Also auf Lager 10.000, auf Lager 10.000, auf was Lager 10.000. Was geht eigentlich? Der hat eigentlich eh genug. Dem schenke ich da ein bisschen was. Die mir könnte mal was schenken. Die anderen haben 34.000. 26.000, das sollte alles reichen. Caritas bin ich auch nicht hier. Och, hat sich Rontos zurückgezogen aus dem Krieg? Ist aber schade. Aus welchem? Bei dir? Gegen die Erde. Haben die dir geholfen, oder? Nee. Also. Aber haben halt vorher der Erde den Krieg erklärt. Was ich gar nicht so schlecht fand. Construction complete. Und dadurch sind die schon mal ein bisschen geschwächt und dann kommen wir da noch um die Ecke. Voll fies. Voll gemein und so. Also quasi wie immer. Hey, das sagt der Ziff-Spieler. Was? Ich werde es nicht vergessen. Hinterrücks. Sind die Folgen eigentlich jemals online gegangen? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Ja. Upsi. Ich hab das gezeugt. Und dass du noch mit Turbos zusammengearbeitet. Das war weit vor der TTT-Zeit. Weit, weit vor der TTT-Zeit. Mittlerweile undenkbar. So, was haben wir denn da? Eine Aride-Welt. 55% Bewohnbarkeit. Warum wollte ich die nochmal haben? Ja, keine Ahnung. Ach, ja, weil die ins Adex-Reich reingehen könnte, wenn ich mal die schnapp. Ah. Adex. Ich könnte da die Adex ein bisschen anpissen. Enemy
gerade nicht genug Geld dafür. Ich hab doch kein Geld. Die sind arm und haben kein Geld. Forschungsgeschwindigkeit, Erkundungsgeschwindigkeit. Ja. Lol. Schön. Lol. Ja, ich habe schon die Hälfte meiner Korvetten wieder verloren. Durch den Krieg. No. Also allzu viel halten die wirklich nicht aus. Ernsthaft? So, dann wird's mal Zeit. So muss ich mal hier meine Leute vorwegfliegen, das ist ja Flotte aufteile. So peinlich. Peinlich. So, und dann mal New Jamestown besetzen. Transportflotte auch daher, bitte. Hostile Fleet engaged. Ihr fliegt's weiter. Hostile Fleet engaged. Kill's mal ein bisschen. Hostile Fleet engaged. Muss ich meine Forschungsdinger. Hostile Fleet engaged. Situation Log updated. Situation Log updated. Situation Log updated. Situation Log updated. Ja, netter Versuch. Versucht's nur zu fliehen. Lol, ich glaube, ich habe ja irgendein Konstruktionsschiff befreit, was jetzt. Situation Log okay. Updated. Lol. Hoffe. Nee, hier ist irgendwie so ein. Wie heißt denn immer Otzkotz? Otzkotz Imperium. Hing hier die ganze Zeit bei den Imperial Mandasura. Und kaum war die Raumstation und deren Transportflotten weg, bewegte sich dieses Schiff auf einmal. Okay. Achso, das hat sich einfach nur gefunden, oder was? Naja, es ist im Krieg nicht involviert, aber. Warum sollten die sonst ein Konstruktionsschiff so weit weg der Heimat haben? Fragen über Fragen. Ich werde es nie erfahren. Gott, ey, ich kriege keine positive Bilanz hin, das gibt's ja nicht. Einfach jede Forschung hier abreißen. Scheiße, Forschung, Hauptsache Geld. Give me the money. Jo. Aber schnell. Wer weiß? Nein. So, gut. Da weitermachen. Bodenarmee, einmal bitte schön, danke schön. Bitte schön, danke schön. Construction complete. Da mal Stunk machen in Alpha Centauri. Konstruktionsschiff. Das nehme ich doch auch gerne auseinander. Immer her damit. So, die Kriegsziele werden schon mal erfüllt. Enemy planet secured. Das heißt, du könntest theoretisch verhandeln, oder? Wenn sie nicht freiwillig sich ergeben. Minus 53, weil Kriegsdauer. Ja gut, wir führen ja auch Krieg erst seit, wie lange geht die Folge? 14 Minuten. Das ist viel zu kurz.
ist aber gar nicht so schlecht. Das sind auch drei Planeten in dem Sektor. Oh komm. Drei Planeten in dem Sektor. Och, Zuckerkahn, seid wieder nett drauf. Was ist denn das hier auf eurem Hals? Ist das, nee, das sehr nett. Ach, das ist euer Gesicht. Mm. Nein. Die mobben uns voll. Hostile fleet engaged. $55,000, oi, okay. Boah. Kann man mal machen, Killer-san. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Da brauche ich jetzt auch noch so ein Forschungsschiff. Bitte danke. Bitte danke, tschüss. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Der Planet heißt Spring Rain. Also Frühlingsregen oder was? Oh, romantisch. Hostile fleet engaged. Springfield. Situation log updated. Mit lauter kleinen Humors oben. Mhm. Oh, jetzt macht doch nicht die Minenstation platt. Ich will den Planeten erobern. Hostile fleet engaged. Wissenschaftlicher Anführer ist gestorben. Nee. Nee, nee. Doch noch nie vorsehen. Ja, mit Situation log updated. Hm, okay. Fliegen uns direkt an, auch nicht nett. Auch nicht schlecht. 36. Wir sind einfach so angeflogen. Hallo? Ach, hängt gerade wieder. 36 Kami. Ja. Wir sind am selben Tag, nee, du bist am 16. Okay. Ach, komm schon. Internet, do your thing und übertrag die letzten drei Tage. Ja, aber diesmal hängt es nämlich so komplett. Normalerweise ist es nur schleppend, oder? Ja? Nö, nö. Jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich einen Sprung nach vorgemacht, bin ich am 26. Wir haben ja schon den 30. 1. 2. So, Bodenarmee. Situation log updated. Sign chip under attack. Ja, das war irgendwie klar. Genau. Das ist eine Militärstation. Gibt es eigentlich auch Bonuspunkte im Krieg? Was denn? So eine Militärstation platt zu machen? Ja, denke schon. Ah, Pause. Wo? Was? Wo? Wo? ARCT. 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 Turus? Mhm. So. Oh. Ich,
dachte es mir noch. Ich dachte es mir noch, das wird die anlocken. Große Armee. Aber zum Glück habe ich eben meine anderen großen Armeen gleich in der Nähe. Sind mit den Kel'Azan verbündet? Ja. Ja. Die vergessen ja auch alles, ey. Haben sich schon zehnmal selber den Krieg erklärt und dann mögen sie sich auch mal wieder. Irgendwie nicht. Was sind die denn? Ach, ein Defensivabkommen haben die. Okay. Weil die Menschen, die hängen ja überall mit drinne. Migrationsabkommen mit Gott und die Welt. Waffenstürzen mit Gott und die Welt. Defensivabkommen mit Kel'Azan. Nicht angriffsversprechenden Karpner. Föderationsassoziationsstatus mit Andregoni, Sitani, Mandasura und Hisma. Handelsabkommen mit Flex Klanga. Bayenfresser. Joa. Was machst du, stehen oder weggehen? Passt schon, kannst du weitermachen. Ich habe die jetzt mal alle herbeordert, die Gegner. Also, die Gegner, die eigene Flotte. Guck mal hier, guck mal rein. So, Frage ist nur, muss ich mich zurückziehen oder sind die schnell genug da? Ich will zumindest die Transporter zurückziehen, weil ja, kann hier nichts ausrichten. Wollte ich gerade machen, das dauert nur immer ewig. Da sind sie weg. Okay. Ist das deine gesamte Flotte, die 33k? Nee, da kommen meine 70 gerade am Kartenrand. Da unten, okay. Na, dann würde ich den Kampf eher durchziehen. Weil dann wird die 30 zwar ein bisschen dezimiert, aber die da oben was treibst du dann so. Okay, sie fliegen selbst. Nee, dürfen können sie gar nicht, oder? Die sind doch gerade geflohen. Oh, okay. Also nicht deine, eher, meine ich. Ja. Okay, interessant. Wo sind die hingeflohen? Sehe nix. Das sieht man, glaube ich, nie, dieser Flucht. Die sind ein paar Tage weg und dann kommen sie meistens am Heimatplaneten raus oder so. Hm. Ich mit euch auch. La 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 la. Könnte ich eigentlich mal zu dem Heimatplaneten fliegen? Wenn das halt Fakt ist, dass die da rauskommen. Okay, dauert immer nicht allzu lange. Probiere ich mal aus. Okay. Enemy planet secure. Forschungsschiff, wie wär's, wenn du da herkommst? Gibt eine Menge zu tun, danke. Hä? Wieso ist denn das? Komm hierher! Ihr feigen Hunde! Wie klingen denn Hunde bei euch? Ich dachte, das feiges Hühnchen. Ich konnte so schnell die Stimme nicht umstellen. So. Wir brauchen Gouvernator. Action. Arnie. Action, gib mir Action. Rekrutierungskosten minus? Ja, nehmen wir den. Viel Spaß. Ja, wie fahren. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Was? Ich mach Blues? Hä? Wie gibt's das? Hab ich meine Armee gerade so cool klein, oder? Das weiß ich nicht. Ist schon komisch. Okay, Kel'Azan, wo seid ihr genau? Kommt raus. Wir sind bei euch zu Hause. Okay. Komisch. Die müssten doch wirklich beim Heimatort von ihnen rauskommen.
ist ja seltsam. Ja, versucht's nur zu fliehen. Schon recht, versucht's es nur. So, das ist da mal runtergeschossen. Ach komm, dann geht doch einfach rauf. Ja, echt mal. Lebensdauer plus 5 Jahre. Ja, wir werden alt. Steinalt. Produktionsfehler? Klingt jetzt nicht so doll. Säuberung. Nee, lassen wir das erstmal noch. Erstmal. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Da könnte ich immer kurz in meinen Outliner gucken. Oh je. Ja, ganz schön viel Fraktionen. Fünf Bewohner bei Seed of Light. Aha. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Ich wollte meine ganzen Außenposten mal ein bisschen zurücksetzen, die ich nicht mehr brauche. Mal wieder löschen. Ja. Irgendwelche. Kommt raus. Da zum Beispiel. Gilprim. Gesundheit. Flößenden. Danke. Oh, Folgenende schon wieder? Was? Oh Gott. Ja, dann. Du bist. Dann, wenn es euch geschalten hat, genau. Ja. Wenn es euch gefallen hat. Hat es auf euch geschalten, ja, gut. Dann fall doch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es euch geschalten hat, fall doch beim nächsten Mal wieder rein. Na, wer kennt den richtigen Satz, den ich sagen wollte? Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.